Vor wenigen Tagen eröffnete die Landtagsabgeordnete Eva von Angern ihr neues Wahlkreisbüro in der neuen Neustadt. Wir nutzten unseren Besuch auch, um mal zu erfahren, was mit den Linken in Magdeburg los ist. Der Andrang in der Moritzstraße gegenüber dem Nikolaiplatz war richtig groß. Prominenteste Gäste waren Bildungsminister Marco Tullner, CDU, und Landtagsvizepräsident Wulf Gallert, Linke. Vertreter anderer Parteien, von SPD, FDP, Grünen bis hin zu Future, gaben sich die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Genauso wie Vertreter der GWA Neustadt vom Internationalen Bund, Gewerkschaften, Tierschützern, dem Moritzhof oder dem offenen Kanal. Sie alle wollten Eva von Angern zu ihrem neuen Büro gratulieren. Warum zog es sie eigentlich vom Süden Magdeburgs in den Norden? Und dafür zeichnet dann auch Dennis Janak verantwortlich, der die Fäden zusammenhält. Die Volksstimme will von Gesprächen mit Future-Stadtrat Oliver Wendenkampf erfahren haben, um die Fraktion zu stärken. Mal sehen, was die nächsten Wochen bringen werden.